Hallo Freunde und willkommen zurück zu Darksiders Genesis, wo wir... Das ist der Blutmantel. Okay. Man sollte meinen, er wäre besser bewacht. Enttäuscht, Bruder? Nur so ein bisschen. Ich komm drüber weg. Ruinieren wir Moloch den Tag. Das können wir gut. Oh-oh. Wer ist mit gut bewacht? Sieht aus, als gäbe es doch noch Gewalt. Das ergibt viel mehr Sinn. Ist doch was. Kristalle machen sie mit höllischen Schaden. So, ich werde schon wieder nur. Okay. Zwischendurch ist die auch unrechtlich. Hinderlich. Und runter. Zahle den Preis! Au. Ne? Hab ich ja gesagt. Meine Wege. Was? Ich glaube, dass der nicht zurückkommen will. Absolut dramatisch. Keine Zeit für Zaubertricks. Keine Zauberei. Okay. Ist das Ding jetzt kaputt machen? Ja, kann ich. Okay. Ich mach mal ganz kurz. Okay, hier ist Büste. Das war's für den Blutmantel. Jetzt ist er wieder in der grauen Vorzeit. Diesmal hoffentlich endgültig. Das war einfach. Wie gesagt, diese Fährmannsmünze nervt mich und irgendwo muss es noch einen Trickschlüssel geben. Also denke so, wo? Wo hat's? Ah, gibt's den. Kann ich halt eigentlich... Ich will halt jetzt auch in der Freitagsfolge kein neues Level anfangen. Das heißt, ich wäre jetzt eh gleich in die Arena gegangen. Ich glaube, ja, das ist mit dem Vorratslager da hinten auf der Plattform, die wir verpasst haben. Also, mal zurück. Die Plattform ist wahrscheinlich auch so ein Ding für einen Multiplayer ein bisschen praktischer, weil der eine springt runter und zerschießt sie und der andere springt runter und landet da drauf. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass das so lang ist. Orientieren. Also laufen wir. Gut, dass ich hier jetzt nicht reiten kann, kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen. Dann tut es mich trotzdem. Huh?
drücke nach links und Strife rennt nach rechts. Stehe, wer will. Ich muss wieder über diese wundervolle Plattform nach vorne. So, das war ohne Schaden zu machen. Schon. Statt. Ohne diese Waffen sind unsere Gegner im Nachteil. Und ihr Zeug hochzujagen, macht Spaß. Sehr schön. Bis auf diese Klemmungsmünze halt nicht alles. Ja, suche ich jetzt die Klemmungsmünze eigentlich. Die suche ich später mal. Also privat. Ich würde wahrscheinlich eh nochmal genau Samael bei uns quatschen wollen. Wolken hat noch was. Und dann können wir vielleicht auch nochmal in die Arena gehen. Moloch steht nicht mehr unter dem Schutz von Luzifers Blutmantel. Er gehört uns. Ausgezeichnet, Reiter. Sein Kriegslager ist zerstört. Seine Magie eliminiert. Nun habt ihr eine gute Chance, ihn zu besiegen. Die wir auch nutzen werden. Moloch ist erledigt. Ebenso wie die anderen. Ich komme mit. Er ist sicherlich schwer bewacht. Und außerdem will ich sein entstelltes Gesicht sehen, wenn er seinen letzten Atemzug tut. Seit unserer ersten Begegnung mit Moloch sehne ich mich nach diesem Moment? Dann sind wir bereit. Wir sehen uns dort. Er hackt trotzdem noch irgendwas aus. Hallo. Ein bescheidener Händler zu euren Diensten. Ah, das nimmt dir keiner ab, Vulkan. Viele tolle Dinge für so wenige Seelen. Ja, war so übelst teuer. Gut. 50.000. Aber ich kann halt die ganzen Kerne hier kaufen bei dem, wo ich mir so denke, so. Nö. Passt bitte auf euch auf. Nö. Auch das. Mal kurz dies vorbeigucken. Ich glaube nicht, dass die was Neues hat. Hallo. Du bist mein Lieblingskunde. Ich bin auch immer noch der Einzige, der bei dir kauft. Nö. Oh. Hier eigentlich noch irgendwas. Zu fehlten. Mal, wir werden hier einfach sterben, oder? Sind da zwar auf irgendwas gelandet, aber trotzdem sind wir gestorben. Wutsch. Wo führst du mich? Werde ich dann jetzt hier hinten wieder hin teleportiert? Hm. Hier haben wir eine
Fährmannsnutzer. Bringst du mich noch weiter? Nein. Sieht so aus wie etwas, wo ich, drauf ich da unten landen könnte, aber ich gehe nicht davon aus, dass das funktioniert. Und noch irgendwas hier. Na gut. Keine Ahnung, ob es hier noch Dinge gibt. Aber wir haben zumindest 24 noch gesagt. Nicht, dass wir da groß noch groß viel mit anfangen können, aber wir halt nicht so viel wir bräuchten. Hier war kein okay. Das führt mich mal in den Tod. Du wahrscheinlich auch, oder? Nee? Und dann ist die andere mich auch nicht in den Tod geführt hätte. Ich weiß halt nicht, ob wir hier nicht was gefunden haben, ne? Dafür irgendwas. Wirklich was? Willst du mich doch verarschen, Spiel? Ganz im Ernst. Das hat's voll gebracht. Ja. Eine zufällig auftauchende Plattform oder so. Ich glaube, wir können hier noch sehr viel Zeit mit Runterfallen verbringen. Wie soll ich darüber kommen? Außer es gibt irgendwie eine Möglichkeit, hier ganz viele von diesen Boost-Plattformen, beziehungsweise es sind ja keine Plattformen, es sind ja, keine Ahnung, Auftriebswinde oder so. Das heißt, ich zu aktivieren. So. Ich muss das hier raus auftauchen gehen. Ich will das zu erwarten. Muss mich ganz nichts. Habe ich schon noch gehabt. Das war sehr gut geworfen. Wow. Alter. Wie schaffe ich es da vorbei zu werfen? Thank you.
Das nennen wir es Nebenquest. Angelquest. Okay, wir haben noch ein paar Firmensmünzen gesammelt. Nicht. Du bist auch nicht. Hatte ich glaube ich schon mal geprüft. Du noch irgendwas? Ja, das ist sowas. Das ist so schön. Hallo. Das hat mich jetzt voll verwirrt. Weiß nicht, was das sollte. Gut. Versuchen wir mal irgendwie den Weg zurückzufinden, würde ich fast vorschlagen. So, den Weg zurückgefunden. Gut. Ich könnte jetzt theoretisch Schluss machen, aber ganz ehrlich. Wir gehen noch einmal kurz in die Arena. Die dauert ja nie so mega lange. Oh, Knochen der Gefallenen. Kann nur gut werden. Vor allem habe ich da glaube ich ziemlich viele große Käfer. Also habe ich da mehrere Arten von großen Käfern gefunden. Das ist durch. Definitiv nicht. Ich glaube, hier in der Arena dürfen wir einiges an bekommen. Das ist dein Urteil! Wenn wir jetzt gerne einen 5 von 5 haben, wenn der einen dritten Punkt in der Hand hat, dann müssen wir alle überleben.
Wartest mich fast. Standardschusswechsel. Aber mal. Ich habe jetzt mal einfach die Schüsse gewechselt. Dann der Ausweichkonter sozusagen. Nee, der schießt nicht.
der andere da. Null getroffen mit seinem Scheiß. Und dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. In der nächsten kümmern wir uns um Moloch. Und vielleicht mache ich zwischendurch noch ein paar Arenen. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.